Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. In der letzten Folge haben wir irgendwie im Besprechungsraum gewartet, aber es ist irgendwie keiner gekommen und Squall hatte plötzlich Todesängste, in gewisser Weise. Angst vor seinem eigenen Tod, weil dann die Leute über ihn lästern, denkt er sich halt, weil er das, was die da über Cypher gesagt haben, irgendwie als Lästerorgie angesehen hat, ist rausgerannt und plötzlich standen wir dann irgendwie draußen vom Tor und der Master kam raus und hat uns unseren Plan erzählt, wir sollen jetzt einen Attentat auf die Hexe ausüben. Und das Ganze können wir dann mit einem Scharfschützen machen, der ist jetzt unserer Party beigetreten und so weiter. Ich finde es ein bisschen komisch, dass das überhaupt nicht aufgegriffen wurde. Ich habe irgendwie so das Gefühl, als hätte ich hier irgendeine optionale Zwischensequenz verpasst. Also, falls dem so ist, gerne mal in die Kommentare schreiben, dann achte ich im harten Modus drauf. Beziehungsweise vielleicht suche ich dann die Zwischensequenz raus. Ich weiß nicht, das klang nicht so, als war das so geplant. Also, ich weiß nicht, es wirkte sehr, sehr komisch, aber dann wiederum bin ich ja fast nochmal überall lang gelaufen. Also ich wüsste auch nicht, wo ich das hätte triggern sollen. Aber naja, was auch immer. Ja, wir kriegen jetzt auf jeden Fall ein Tutorial. Warum auch immer. Werden Truppen zusammensetzen und Kopplungen vorgenommen. Ja, okay, ja, das kennen wir doch. Um die Truppe neu zu bilden, wählt man Charakter. Den auszuwechselnden Charakter. Tutorial für Vollidioten jetzt hier, oder was? Und fügt ihn in die Truppe. Einfach ein. Dein Ernst. Manchmal kann jedoch bedingt durch die Handlung ein Charakter nicht eingesetzt werden. Oh, erzähl mal nicht. Die zweite Option im Truppenmenü dient zum Auswechseln von Koppelung. Ist das dein Ernst? Gelagerter Zauber, gekoppelte GF. Gekoppelter Zauber und eingesetzte Abilities können hier ausgetauscht werden. Diese Option ist nützlich, wenn ein anderer Charakter die Werte übernehmen soll. Wenn er denn kann. Ja klar, kann er ja durch die GFs. Das Ganze funktioniert wie bei der Truppenaufstellung. Man wählt einen Charakter, wählt einen anderen aus und fertig. Dabei kann sich der aktuelle HP-Wert ändern. Es ist also Vorsicht geboten. So wie zum Truppenmenü. Ist das jetzt dein Ernst? Wow. Okay. Tatsächlich, ey. Das passiert jetzt alles gar nicht, ey. Krass. Dealing City, ja. Da müssten jetzt aber die Züge wieder fahren, oder? Ob das so geht? Ach, da ist ja sogar ein Zug. Wie praktisch. Ja, jetzt müssen wir mal natürlich schauen, ob ihr das alles so behalten habt. Ja, passt. GF und so. Hatten die nicht letztens mal was gelernt oder sowas? Ja, guck mal hier. Karte. Magie, GF. Donnerwandler. Also langsam erlernst du hier nichts mehr. Wahrscheinlich musst du erst mal vorher Level steigen oder so. Donnerwandler. Erzeugt Donner- und Windzaubers Items. 10%. Ja, lass einfach mal das hier machen. Magie, du bist noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig. Magie, 20%. Du rauben. Okay. Ich würde tatsächlich aber nochmal die Koppelung checken wollen. Einfach aus Neugier. Protes. Ja, ich würde sagen, Protes ist ja so eine HP-Koppelung, ne? Oder? Aero. Ja, soll ich das? Aber sie, ja, nee, auf 17 zu fallen, das ist schon krass. Und ja, ich habe es mir immer noch nicht aufgeschrieben. Es tut mir leid, Alter. Es tut mir leid. Eisra. Hier Anti-Z. Einfach mal Anti-Z reingebämst. Ja, wegen der Traumsequenz. Hier, Ifrit ist halt auch schon so ein Ding für sich, ne? Die bräuchte mal ein anderes Girlfriend. Definitiv. Die hat leider nicht so schöne Koppelungen hier.
Dafür ist Selfie natürlich mega geil und hat umso mehr. Anti-Z, Anti-Z, nee. Das finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht so... Dass man wirklich so random gucken muss, was jetzt besser ist. Also ich hatte ja schon so minimal meine Theorien geäußert. Ich weiß halt nicht, was diese Abkürzungen bedeuten. Vielleicht kann man wirklich so sagen, dass, keine Ahnung, HP steigert sich am besten halt mit Protest, weil beides halt die Verteidigung erhöht und die, weißt du, irgendwie sowas, aber hier bei Magie und so weiter. Also klar, hier Aero, wie viel habe ich jetzt von Aero gehabt? 91. Dann ist das jetzt hier besser, weil ich... Ja gut, unter anderem, weil es natürlich die zweite Magie... Der zweite Magie-Zauber ist. Also, das erhöhte. Ich kann heute wirklich nicht reden. Aber hier beispielsweise Anti-Z und Feurer. Ich finde, das kann man jetzt nicht so wirklich miteinander vergleichen, oder? Aber das Spiel sagt mir hier so, ne? Hau mal rein. Na gut. Levitas kann durch Vitra ersetzt werden, weil... Warum? Ja, wahrscheinlich, weil das auch die zweite Stärke von Vitra ist. Aber... Anti-Z wäre hier sogar noch besser. GST-Magie, aha. Shell. Shell können wir da noch reinballern. Alles klar. Ich würde schon so sagen, dass sie hier mit der einer der mächtigsten ist, ne? Eine. Ja, und hier, ja, je nachdem halt. Aqua können wir auch reinbremsen. Ja, gut, das kommt halt natürlich auf die Gegner an, ganz klar. Wobei hier, klar, dann schon Feurer reinmachen, die nächste Stufe. Das kann man definitiv machen. Und bei ihm hier, hatte der hier schon was? Schutzkleidung. Oh, Eisra. Und... Zauber... Just fucking Ifrit, machen wir Feurer rein und hier auch Eis. Ja? Wieso war das gerade schon K? Ach so, ja. Weil ich hier Eisra drin hatte, ne? Ja, kein Problem, oder? Das bringt mir 41. Aber wieso? Davon habe ich 95, davon habe ich... Ja, weil ich davon weniger habe, okay. Dann... Keine Ahnung, mach halt... Blitz rein, was auch immer. Okay, muss ich jetzt hier nochmal heilen? Portion habe ich doch, oder? Bla, 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 bla. Hatte ich die alle schon gelesen, mein Hund? Ja, ne, HI-Portion? Nee, dann halt mit Vita... Nicht tauschen. So. Genau, da können wir jetzt auch nochmal kurz gucken bei meinem Hund. Ist das auch unter Kopplung gewesen? Nicht Status einfach, ne? Ja. Unsichtbarer Mond. Jetzt fertig. Okay, Huey Strike. Und dann natürlich alles nochmal schön speichern. Ja. So. Traumsequenz überspeichert. Passt. Alles klar. Dann auf. Oder auch nicht. Anscheinend müssen wir vorher kämpfen. Oder zumindest so tun. Was kommt denn? Nee, nee. Moment, wobei? Ist der denn nicht neu? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Vor allem nicht, wenn wir den von hinten sehen. Mal nochmal nachgucken. Draw, Zombie, Levitas schweigen. Nee, passt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich habe gesagt, auf Wiedersehen. Sei mal nicht so... Hatte die nicht eben Blitzresistenz bekommen? Ja, perfekt. Perfekt, oder? Als hätte ich es kommen sehen. War doch Blitz, oder? Ich guck mal nochmal nach.
Koppelungen. Ja, Blitzresistenz. Ja, geil. Okay, warum auch immer der Zug jetzt hier ist. Ich dachte schon, jetzt kommt wieder ein Kampf. Nee. Auf dieses, diese Treppen kann ich anscheinend nicht rauf. Das zählt schon zum Zug. Ha. Schüler, sieht nicht gut aus. Was meinst du? Ich meine den Krieg. Im ganzen Land geht es ziemlich hektisch zu. Deswegen werdet ihr Deppen ja auch ausgebildet. Moment, sie hat so ein, und jetzt die Sache mit der Hexe. Der Hexenkrieg könnte wieder ausbrechen. Ich habe ein ziemlich übles Gerücht gehört. Sie hat so ein gelbes Tuch um. Ich glaube, sie gehört zu uns, ne? Ja, dann erzähl mal. Was? Im Ernst? Man munkelt, dass unser Garten zum Hauptquartier werden soll. Die Hexe? Hauptquartier? Unser Garten? Ich dachte, du gehörst zu uns. Was meinst du, was dann passiert? Warum redet ihr so abgehackt? Der Garten wird besetzt und wir werden alle dahin gemetzelt. Ich habe Angst. Ich will nach Hause. Na dann, auf. Was, sie geht? Nee, du bist mir zu Depri. Ich mach Schluss. Auf Wiedersehen. Ich habe Angst. Ich will... Ach nee, sie hat das gesagt. Ich dachte, der Typ. Ja, dann ist doch Horror. Ja, du hast ihr Angst gemacht. Aber realistische Angst. Wir hatten das Thema, ja. Manchmal muss man realistisch sein. Hey, wollen wir auf dem Heimweg dahin? Wohin? Das Deling-Einkaufszentrum. Heute nicht. Ich muss Hausaufgaben machen. Was sind das da für komische Raketen? Komm schon, ist doch nur für ein paar Stunden. Die sind am Zug dran, ne? Du hast es gut, du wohnst ja nicht weit. Ich muss zweimal umsteigen. Blablabla, so schnell kann ich nicht lesen. Da kommt der Dampf raus. Mach doch endlich deinen Führerschein. Führerschein, auch ein nettes Thema. Mein Alter ist dagegen. Dein Alter oder dein Alter auf deinem Geburtsschein? Mach doch endlich da... Achso, ja, okay. Ja, von mir aus. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Halt die Klappe jetzt! Endlosschleife. Hallo? Nach Deling City kostet das 3000. Ja, wenn ich das Geld nicht hätte, müsste ich dumm in der Pampa rumlaufen. Aber wo kommt denn jetzt der Zug her? Und waren da schon Feuergleisen? Schon wieder, Alter. Wie oft wir mit dem Zug fahren. Und jedes Mal denkt er sich, oh, hoffentlich penne ich nicht wieder ein, ey. Sie wartet wieder. ID-Automat, die Tür wird entriegelt. Hey, du hast es begriffen. es sind so kleine Geschichten, die da einfach dann immer aufgegriffen werden, ne? Weil sie beim letzten Mal so gedrängelt hat. So schön. Fahren wir noch nicht ab? Nee, du fährst nicht auf mich ab. Ich lasse sie lieber allein. Ja, Moment, was? Achso, muss ich nochmal raufdrücken, oder? Nee, oh, hä? Ich wollte doch da raufklicken. Nee. Ich glaube, der fährt von selber. Vor allem, das wäre jetzt auch nicht passiert, wenn ich Selfie nicht beigehabt hätte, ne? Ja. Was willst du von mir? Ah, was? Moment. Hä? Ja, wir haben uns hier aufgeteilt. Klar, ihr müsst ja auch irgendwas machen. So viel dazu, meine ganze Theorie ist kaputt. Da sind wieder die anderen drei Deppen. Was ist los? Warum so still? Bisschen unangenehm. Der Zug nach Deling City fährt in Kürze ab. Was ist los, Quist? Ist noch nie Zug gefahren? Da lacht sie sich einen ab. Mit diesem Zug kommen wir nach Deling City. Ist daran so lustig? Geteiltes Schicksal, oder was? Oder lacht sie, weil sie weiß, dass ich sterben würde? Hahaha, wir sterben bald! Ja, der Zug bringt uns in den Tod! Was machen wir mit ihm? Ich verstehe nicht, wieso sie gelacht hat. Magst du nicht mal schauen, ob Selfie alleine klarkommt? Die wird jetzt von Irvine vergewaltigt. Irvine, er war ja ganz still. Nee. Was redest du?
Dieser Irvine darf das Abteil nicht betreten. Schließ ihm ja nicht auf. Warum nicht? Ja, ist er nun ein Galasid oder ist er einfach nur so ein Söldner? Von uns ist er auf jeden Fall nicht. Du und ich, wir beide teilen uns das Schicksal. Moment, macht ihr die gerade an? Alter, Pfoten weg! Was denn? Und sie ist wahrscheinlich zu naiv. Sie checkt es nicht. Lirisch Gummer. Fuck, Virusprogramm. Nein. Geh weg, Virusprogramm. So. Bis später. Tja. Ging wohl schief, was? Ja. Mein süßes, heißes, naives Püppchen steht nur auf mich. Mein Herz pocht. Was ist los mit mir? Moment, was? Dieser Einsatz ist wichtig. Du musst jetzt lernen, mit dem Druck fertig zu werden. Puh. Irgendwie gefällt mir, wann kommen wir in Galbadia an? Moment, was? Das hast du gerade nicht ernsthaft gesagt. Wann kommen wir in Galbadia? Was? Okay. Da waren wir doch eben gerade. Spiel kaputt. Irgendwie gefällt mir die ganze Atmosphäre hier gerade nicht. Das ist so auf einmal so ernst und alle wirken so distanziert. Hat euch der Tod von Cypher, der angebliche, so sehr mitgenommen? Renor, ist das dein scheiß Ernst? Irvine Kies, du hast eine Schlüsselposition. Reiß dich lieber zusammen. Also, wenn er sich jetzt auf Selfie fixiert hätte, hätte ich das wenigstens dann... Ich meine, wenn man sich auf jemanden fixiert und permanent eine Person angräbt, dann ist das ja noch okay, weil man will ja dann wirklich was von dieser Person. Aber er ist ein scheiß Schürzenjäger. Niemand versteht mich. Ein Scharfschützer stimme allein. Die einsamen Momente und die Konzentration, während man alles auf einem einzigen Schuss setzt. Das stimmt allerdings. Ich weiß noch damals, als ich Scharfschütze war in Vietnam. Holy shit. Der seelische Druck beim Abdrücken, die Spannung in so einem Augenblick. Ich muss von nun an all das durchstehen. Ich habe Angst. Und deswegen willst du schnell ins Bett mit jemandem? Deswegen darf ich mich nicht, was? Wenigstens jetzt ein bisschen ausstorben, oder? Feiert eine Orgie. Wollte ich nur gesagt haben. Kamehameha! Oder was jetzt hier? Ach. Was war das für ein Schlag? Ihr macht alle irgendwie so komische Matenzien. Durchsage, die Erschütterung von eben wird keinen... Ich wiederhole. Ja, wiederhole mal. Ich konnte nicht so schnell lesen. Die Durchsage von keinem AFK. So, er haut... Er haut auf den Boden und der hat jetzt irgendwelche Erschütterungen, der Zug. Ich komme mir gerade irgendwie so komisch in diesem Spiel vor. So, vor allem als Squall auch so überflüssig. Aber vielleicht ist es auch nur... Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Wir fahren auf jeden Fall jetzt anscheinend nach Dealing City. Wo auch immer das liegt, bin gespannt. Müsste das nicht irgendwie... Ach was. Was? Dealing City war die ganze Zeit da oben. Hätte ich da schon hingehen können? Wieso habe ich das eigentlich nicht gemacht? Ey, das wäre mir doch aufgefallen, oder? Am Gleis 1 fährt der Zug in die Wüste rein. Am Gleis 3 der Zug nach Garden West. Gibt's auch einen Dealing Garden? Der Zug nach Thema fällt heute aus. Holy shit, ey. Bitte bis zur weißen Linie zurücktreten. Der Zug wird gerade inspiziert. Kommen Sie später wieder. So groß, ey. Haben wir jetzt schon die nächste Stadtbesichtigung hier, oder was? Bin ich ja echt gerade baff, ey. Die Züge fallen prompt aus, weil die politische Situation instabil ist. Ja. Puh. Sonst noch irgendwer hier? Nee. Alles klar. Ja, Leute, da würde ich mal sagen, was ist heute mit Let's Play Final Fantasy 8? Wie gesagt, sehr, sehr angespannte, komische Atmosphäre, klar, weil wahrscheinlich wegen dem Attentat oder so, aber das war euch doch klar, oder? Die meisten von euch wurden doch auch ausgebildet. Ich meine, wenn Rinoa und hier Scharfschützen-Spasti jetzt ein bisschen komisch drauf sind, okay.
Bei Renoir würde ich es eher verstehen. Ich meine, wenn du Scharfschütze bist, dann solltest du ja eigentlich damit klarkommen. Aber ich finde, die anderen haben irgendwie keinen Grund, so zu reagieren. Dafür wurden sie doch eigentlich ausgebildet, oder? Oder seid ihr so... Habt ihr so einen Jedi-Glauben? So, ihr seid zum Kampf ausgebildet, aber sollt es nur im Notfall anwenden? Ihr hattet doch eine richtige Söldner-Ausbildung. Und Söldner müssen kämpfen, Söldner müssen töten. Und... Ich meine, wer bereit ist, jemanden zu entführen, ist doch bereit, ihn zu töten, oder? Oder bin ich da ein bisschen zu stumpf gerade in meinen Gedanken? Ich meine, das ist nicht so weit voneinander entfernt, meiner Meinung nach. Aber okay, von mir aus, schiebt alle in den Depri. Dann muss ich halt alleine versuchen, hier die Stimmung aufrechtzuerhalten. Also als Kommentator, ich kann ja... Squall nicht wirklich beeinflussen, der spontane Todesängste hatte, die nie aufgeklärt wurden. Naja, gut, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.